Hallo meine lieben Freunde, ihr seid wieder hier auf einem neuen Vlog von mir, denn ich habe mich ein bisschen schweifen lassen die letzten anderthalb Wochen, weil ich überlegen wollte, was mache ich jetzt mit meinem Kanal? Soll ich lieber einen Vlog-Kanal starten oder doch lieber einen Let's Play-Kanal? Also habe ich mich dafür entschieden, einen Let's Play- und Vlog-Kanal zu machen. Yep. Wie ihr sehen könnt, auf meinem Kanal habe ich schon zwei Let's Play-Parts hochgeladen von Borderlands 1 und ja, ich bin noch gerade bei Sims 4 hochzuladen. Dauert halt ein bisschen lange, bis die Videos gerendert sind. Große Parts, große Minuten. Dauert halt eben. Was hat sich bei mir getan? Ich war am Wochenende auf einem Geburtstag eingeladen und habe natürlich auch mal wieder kräftig eingekauft. Etwas für meine Manga-Sammlung. Da sind nämlich über 700 Mangas drin. Und ja, ich habe mir noch was gedacht. Hast ja nicht genug Mangas, also wenn du schon mal in Düsseldorf bist, beim tollen Buchladen am Hauptbahnhof Grauert, dann kannst du auch direkt mal neue Mangas kaufen. Und was habe ich mir gekauft? Ach ja, ich habe mir gekauft, na komm schon, haha, einen neuen Mass Effect Comic, yay! Oh, den muss ich noch verschlingen. Dann habe ich mir selbstverständlich noch einen neuen Manga gekauft. Eine neue Serie, die ich gerne anfangen möchte. Monster Soul. Bin schon sehr gespannt, wie der sein wird. Dann habe ich mir noch ein Yaoi gekauft, weil die Mangas sind echt toll. Ich mag diese schönen Szenen drin. Auf jeden Fall habe ich mir dann noch Schlaflose Nächte geholt. Und selbstverständlich noch den neuesten Band von Bloodlads. Yay. Auf jeden Fall, ja. Das habe ich mir am Wochenende geholt. Und ja. Meint so, hier sieht man mich wieder. Das sind die Mangas und den Comic, die ich mir geholt habe. Und dann waren wir noch am Wochenende, wie gesagt, auf den Geburtstag eingeladen. Wir waren wieder im besten Restaurant in Düsseldorf, im Okini. Das ist eines der richtig guten Restaurants hier, was japanisches Essen anbietet. Richtig gut. Neben Naniwa und dem Takumi sind das wirklich richtig, alle drei richtig gute Restaurants. Und nein, es ist kein Product Placement. Sie bezahlen mich nicht dafür. Warum auch? Ich bin noch ein kleiner YouTuber. Auf jeden Fall, Wer noch nicht mal da war, er sollte das mal unbedingt ausprobieren. Die Links zu den Restaurants sind mal unten in der Videobeschreibung. Und ja, ich hoffe, ihr werdet genauso viel Spaß haben an der japanischen Küche, so wie ich es immer habe und meine Freunde. Ja, ich hoffe, euch hat dieser kurze Vlog gefallen. Denn ich wollte mich nochmal melden und sagen, was ich so gemacht habe und wie ich mich jetzt dafür entschieden habe, was für einen Kanal ich zu machen. Und noch eine kleine Anmerkung, ich wiederhole, kein Minecraft machen. Von Minecraft gibt es so viele unendliche Minecraft-Let's Player, die aus dem Boden schießen. Und ich bin dafür, dass nicht noch mehr Minecraft-Let's Player gebraucht werden sollten. Ja, darum werde ich lieber aktuelle Spiele spielen, wie auf dem PC oder auf den Konsolen. Und ja, das war's. Dann eigentlich auch schon mit der großen Ankündigung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr mir einen Daumen nach oben lassen oder das Video an allen Social Media Networks Plattformen verteilen, wie es geht. Wenn ihr weitere Fragen zu meiner Manga-Sammlung habt oder zu meiner Videospielsammlung, dann schreibt es mal in die Kommentare. Ich würde mich sehr herzlich darüber freuen. Ihr könnt mir natürlich auch auf Twitter, Facebook und Instagram auch folgen, wo ihr dieses Video auch liken und verteilen könnt. Ja. Ich würde mich freuen. Macht's gut und bis dann. Ciao.